Im nächsten Kapitel schauen wir uns noch einen String-Matching-Algorithmus an. Und die berechtigte Frage mag sein, wenn doch der Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus optimal war, was können wir denn da jetzt noch besser machen? Und natürlich wollte ich damit einfach nur noch mal diesen Punkt klar machen. Optimal hat immer ein bezüglich was. Und an der Stelle ist es eben nur im Worst Case. Und wir hatten eben schon offline ein bisschen diskutiert. Für viele Eingaben ist ja selbst der Brute Force-Algorithmus gar nicht so schlecht. Also ist das mit dem Worst Case vielleicht gar nicht so relevant. Und hier haben wir zum Beispiel eine extreme Eingabe, wo vielleicht klar wird, dass es besser gehen kann. Wenn der Text aus lauter A's besteht und das Pattern aus lauter X'en, dann kann ich Ihnen mit diesen vier Vergleichen oder diesen vier Checks beweisen, dass das Pattern nirgends vorkommt. Und jetzt ist 4 deutlich weniger als, was auch immer die Anzahl A's hier ist oder die Anzahl X'e sogar. Das heißt, es gibt Eingaben, wo man deutlich weniger Vergleiche machen muss als N und M. Und das wäre doch nett, wenn man das auch in einem String-Matching-Algorithmus ausnutzen könnte. Und sicherlich ist das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber dass man in einem Pattern irgendwelche seltenen Zeichen hat und man die an vielen Stellen im Text gar nicht findet, das kommt sicher häufiger vor. Und eine Möglichkeit, das strukturiert auszunutzen, ist der Boyer-Moore-Algorithmus. Der startet mit der super einfachen Idee, lasst uns doch die Vergleiche von rechts nach links machen. Wenn man Glück hat, wie in diesem Beispiel, und der Vergleich auf gute Weise schief geht, dann weiß ich mit einem Vergleich schon für diesen ganzen Bereich, dass das nirgends passt und ich auch das Pattern komplett an dieser Position vorbeischieben kann, ohne einen potenziellen Match zu übersehen. Um das zu wissen, muss ich natürlich wieder meinen Pattern vorher genau angucken. Aber zumindest dieses Beispiel zeigt, dass das plausibel ist. Okay. Das alleine von rechts gucken ist aber noch nicht die Lösung. Sonst haben wir wieder den etwas modifizierten Fall hier. Der Text ist lauter A's und das Pattern hat halt A's hinten, aber ein B vorne. Dann würde ich wieder jede Position alles vergleichen. Also ich muss ein bisschen schlauer vorgehen. Okay. Dazu gibt es zwei Regeln oder zwei Gedanken, die es uns erlauben, einen Shift vorzunehmen. Das eine ist diese Sprünge, wenn das Zeichen im Text nicht passt. Im Extremfall kommt dieses Zeichen im Pattern gar nicht vor, dann kann ich das Pattern komplett an der Textposition vorbeischieben. Das war das Extrembeispiel von der Folie davor. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, kann ich trotzdem dieses Vorkommen von dem Zeichen im Text mit dem letzten Vorkommen von meinem Pattern in Alignment bringen. Und manchmal ist das dann schon ein gutes Stück weiter geschoben. Kommen wir gleich im Detail nochmal drauf. Und das zweite ist ein bisschen subtiler. Wenn ich umgekehrt einen Teil von meinem Pattern im Text gefunden habe, dann macht es keinen Sinn, das Pattern zu shiften in einer Art und Weise, dass da ein Mismatch entsteht. Dann kann ich die Position direkt ausschließen. Da ist allerdings ein bisschen subtiler, was das jetzt genau heißt im positiven Sinne. Aber mal davon abgesehen, top-down, wenn wir diese zwei noch näher zu definierenden Funktionen berechnet haben, die uns sagen, wie weit wir mit unserem Pattern weiterschieben dürfen, ist der Rest vom Algorithmus relativ überschaubar. Wir haben die aktuelle Position im Text, wo wir einen Guess machen. Und solange das nicht komplett hinten am Text rausgerutscht ist, machen wir weiter. Jetzt fangen wir an mit der Position im Pattern von rechts, also mit dem letzten Zeichen. Und solange wir noch Zeichen haben, machen wir den Vergleich von hinten mit dem Pattern und dem Text an den entsprechenden Positionen von rechts nach links, bis wir dann eben einen Mismatch finden. Wenn wir gar keinen Mismatch finden, haben wir natürlich unser Vorkommen gefunden und geben das zurück. Und falls wir einen Mismatch haben, machen wir einen Shift um einen dieser beiden Werte, den größeren dieser beiden Werte. Und selbst wenn Sie jetzt die Formel lesen, ohne dass ich Ihnen gesagt habe, was das Delta und Lambda und Gamma ist, macht das natürlich wenig Sinn. Da kommen wir gleich zu. Ja, wir werden garantieren, dass eins von beiden immer positiv ist. Das heißt, wir schieben nie rückwärts.
Das ist die Grobstruktur. Okay. Die einfachere von den beiden Heuristiken ist diese Bad Character Heuristik oder Last Occurrence Heuristik. Und hier nochmal die zwei möglichen Fälle an einem Beispiel gezeigt. Wenn der Text hier Where's Waldo ist und ich suche nach Aldo, dann habe ich hier das O mit dem R in Übereinstimmung gebracht. Das R kommt aber in meinem Pattern überhaupt nicht vor. Das heißt, ich kann komplett hier drüber schieben, muss gar nicht die anderen Optionen mehr prüfen. Das gleiche passiert mit W. Und damit bin ich am Ende angekommen und hier würde ich dann von rechts nach links eben die Vergleiche machen. Und habe dann mein Vorkommen gefunden. Die zweite Option ist nicht ganz so extrem. Ich habe hier Boyer, Moore und Moore. Wenn ich jetzt von rechts anfange, den Vergleich zu machen, dann ist natürlich das E hier und das R nicht das gleiche, aber das E kommt durchaus in dem, das R kommt durchaus im Pattern vor. Ich kann dann also jetzt dieses R in Übereinklang bringen mit dem letzten Vorkommen von R in dem, im Pattern. Also würde ich das so shiften und weiß dann, da ist auch schon ein Match und muss dann von rechts nochmal vergleichen. Das M in dem Fall, also ich habe natürlich wieder ein Mismatch und M kommt ganz vorne nur vor. Das heißt, beim zweiten Shift kann ich deutlich mehr schieben und würde dann eben wieder meine Vergleiche machen. Okay? Relativ einfach. Warum überspringe ich keine Vergleiche? Naja, jeder Match von dem ganzen Pattern muss natürlich insbesondere dieses Zeichen im Text, was ich aktuell anschaue, in Übereinklang bringen. Und das letzte Vorkommen ist der kleinste Shift, wo das dann funktioniert. Formal haben wir hier diese Last Occurrence-Funktion, also Lambda genannt, einfach ein Array. Und das ist eben das letzte Vorkommen für jedes Zeichen. Also wichtig hier, dieses Array ist wieder indiziert mit allen Zeichen. Ich habe also wieder ein Array der Größe Sigma. Und speichert für jedes Zeichen, wo kam es das letzte Mal vor. Hier ist das Beispiel von eben mit den letzten Vorkommen. Soweit, so gut. Erstmal die Berechnung ist super einfach. Wenn man das von vorne nach hinten befüllt, dann hat man automatisch durch Überschreiben immer das letzte Vorkommen im Array noch stehen. Also alles einfach. Und der formale Shift, also um dass es passend ist zum Top-Level-Algorithmus, muss man hier quasi umrechnen. Ich nehme das letzte Vorkommen und muss das von J abziehen. Das ist der Shift, um wie viele Positionen ich das Pattern weiterschiebe. Noch Puste? Die spannende Heuristik ist die zweite. Das ist die, bei der wir versuchen, in Übereinklang gebrachte Zeichen nicht zu verschwenden. Ein Beispiel ist hier in diesem Text und dem Pattern fangen wir an zu matchen. Da gibt es hier einen Teil, der passt, der übereinstimmt. Und jetzt kann ich mir alle möglichen Shifts, bei denen diese vier Zeichen schon nicht in Übereinklang gebracht sind, kann ich mir sparen. Aber diesen hier muss ich noch betrachten. Das heißt, ich schiebe so weit mein Pattern vorwärts, bis ich eine Übereinstimmung mit diesen vier Zeichen finde. Und da gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Fälle, die hier in den Beispielen vorkommen. Eine Möglichkeit ist, was ein Suffix war von meinem Pattern im ursprünglichen, ist jetzt irgendwo mitten in meinem Pattern. Also ich habe einen Suffix von meinem Pattern in Übereinstimmung gebracht mit einem Teil, der mitten im Pattern liegt. Das ist der erste Fall. Oder der zweite Fall, ich habe nur einen Teil von den Übereinstimmung gebrachten, vom überein, im, in Übereinstimmung gebrachten Suffix mit einem Präfix vom Pattern übereinander gelegt. Und da kann es eigentlich sein, ich hatte hier vier Zeichen, die gepasst haben, aber ich kann halt dieses nicht weniger weit schieben, ohne dass es irgendwo ein Mismatch gibt. Dann habe ich eventuell nur für einen Teil von dem Good Suffix eine Übereinstimmung. Also einfach zwei mögliche Fälle. Liegt der Good Suffix am Ende in der Mitte vom Pattern oder am Anfang? Und wenn er am Anfang liegt, ist er eventuell nicht vollständig. Ist auch nicht komplizierter als das, sind aber zwei verschiedene Fälle, die einem dann in den Beweisen auch Ärger machen.
Okay, also die Hauptzutat ist, wir brauchen von diesem Suffix von unserem Pattern den längsten Teil, den wir irgendwo im Pattern schon mal gesehen haben. Da gibt es eben diese beiden Fälle. Formal berechnen wir diese Gamma-Tabelle. Das ist die Anzahl Zeichen, die wir weiter shiften, wenn ich beim vom rechts nach links Vergleichen an der Position J im Pattern einen Mismatch hatte. Irgendwie muss ich es halt formalisieren. Das ist hier die gewählte Was-Version. Der Good-Suffix ist dann also ab Position J plus 1 bis Ende vom Pattern. Und wir wissen, es gab ein Mismatch an der Position davor. Und auch wie eben, es gibt dann diese zwei Fälle. Also entweder ist es das größte L, sodass eben für m minus L, also das ist der größte Shift m minus L für das, es ist der Shift m minus L für das größte L. Und L ist eben hier dieser Teil, also der Präfix der ersten L-Zeichen hat einen gemeinsamen Suffix mit meinem Good-Suffix. Bin mir nicht mal sicher, ob das hilfreich ist, das in Worte zu fassen. Oder ich habe eben einen Präfix von L-Zeichen, die direkt einen Suffix vom Good-Suffix ist. Das Einzige, was jetzt hier neu ist im Vergleich zur letzten Folie, ist, beides benutzt diesen Parameter L. Und was ich dann schieben muss, ist m minus L. Das wäre ein Schritt, das vereinfacht. Okay, an der Stelle werde ich die Details auslassen. Was man an der Stelle tun kann, ist die Failure-Links-Funktion aus KMP benutzen und mit einer cleveren Fallanalyse von allen möglichen Fällen, die da vorkommen, diese beiden Fälle und dann noch so ein paar, gibt noch verzweigt sich noch in Randfälle. Wenn ich die Failure-Links von meinem Pattern habe und vom rückwärts gelesenen Pattern, dann kann ich in einer relativ einfachen linearen Schleife dieses Gamma berechnen. Aber versuchen Sie nicht aus dem Code direkt schlau zu werden. Ich habe aufgegeben, das geht nicht. Wenn Sie die Herleitung lesen wollen, die ist in unserem Buch drin. Und die hat halt so ein paar Schritte und danach macht es auch Sinn. Aber ich habe es nicht intuitiv oder verkürzen können in einer Weise, die mich glücklich gemacht hat. Ich wollte Ihnen aber auch den Code nicht irgendwie komplett vorenthalten. Aber der Code macht so, wie er dasteht, nicht direkt Sinn, warum er richtig ist. Das sind einfach zwei, drei Schritte dazwischen, ohne die es nicht nachvollziehbar ist. Das so als Warnung. Dementsprechend müssen Sie auch dann die Korrektheitsargumente natürlich nicht kennen. Aber es sollte Ihnen bekannt sein, auch in einem Beispiel, wie man diesen Good-Suffix-Shift macht und dass es in Linearzeit zu berechnen ist. Dass da irgendwie das rückwärts gelesene Pattern vorkommt, ist vielleicht intuitiv, weil wir von rechts nach links jetzt matchen. Und die Details sind eine Schlacht mit Index hin und her schieben. Dann ganz kurz noch, was über diesen Algorithmus zu sagen ist. Sie haben ihn tatsächlich jetzt in Gänze gesehen, wenn auch nicht mit Korrektheitsbeweis. Man kann mit einer relativ Also auch wieder nicht offensichtlich warum, aber man kann zeigen, dass der Worst Case für den Fall, dass das Pattern nicht im Text vorkommt, linear ist. Für andere Fälle ist das nicht so ohne weiteres klar. Insbesondere verhindern wir im Moment nicht, dass man Zeichen mehrfach vergleicht. Und der Algorithmus ist am Ende dann doch sehr subtil. Insbesondere hat er diesen Worst Case, wenn wir alle Vorkommen finden wollen, während KMP kann man leicht modifizieren, indem man den Automaten so umbaut, dass es noch einen Failure-Link für den letzten Zustand gibt, dass man alle Vorkommen im Text findet, egal wie viele es sind, auch in Linearzeit. Auf der positiven Seite ist Boyer-Moore doch die Variante, die oft in der Praxis verwendet wird, oder Varianten davon. Python hat so eine abgewandelte Version davon, weil er einfach auf typischen Texten deutlich schneller ist, eben weil man oft komplett das Pattern vorbeischieben kann.